Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum zweiten Tag vom University Future Festival. Ich stehe hier wieder auf der Bühne mit Sebastian Horndasch, dem Festivalleiter. Wir freuen uns wahnsinnig, mit euch oder mit Ihnen gemeinsam in den Tag zu starten, denn wir waren gestern schon wahnsinnig überrascht, wie viel da los war am ersten Tag. Ist ja klassisch so bei einer Dreitagesveranstaltung, dass man sich am ersten Tag noch ein bisschen warm läuft und dann vor allem am zweiten Tag ein großer Peak ist. Aber wir waren schon völlig überwältigt, wie viele von euch gestern an Bord waren und wie proaktiv wir auch in den Chats mitgewirkt haben, oder? Ja, ist richtig. Es waren gestern fast 2000 Leute auf der Plattform. Das ist Wahnsinn. Das ist mehr, als wir letztes Jahr über die ganzen drei Tage hatten. Also eine riesige Anzahl an Leuten. Wir waren überwältigt, aber es war auch, hat auch riesen Spaß gemacht. Das heißt, ihr seid auch darauf eingestellt, dass es heute noch mal mehr werden. Die Server laufen und es ist alles tipptopp. Es ist alles tipptopp, davon gehe ich aus. Und wir haben richtig Bock. Ich hoffe, Sie haben sich auch darauf eingerichtet. Ich weiß, wir haben alle jetzt fast schon 2 Jahre Remote-Ära hinter uns und können locker so einen Tag im Homeoffice wegstecken, weil wir haben wirklich wahnsinnig viele Tracks. Es ist leicht zu übersehen, wenn man ins Programm guckt, da sieht man diese 4 Bühnen im ersten Blick. Aber wenn Sie dann nach rechts scrollen, da gibt es heute nochmal 4 weitere Tracks. Also schauen Sie wirklich, dass Sie im Programm bis ganz nach rechts gehen. Und wenn Sie dann den Track sehen mit Yoga und Meditation, dann haben Sie das gesamte Programm im Überblick. Was ist dein Highlight heute? Also, weil, wie gesagt, ich weiß ja immer, was bei mir auf der Bühne los ist, aber es ist Wahnsinn, wenn ich da auswählen muss. Es gibt ganz viele Highlights. Wir haben wirklich ganz großartige Panels zum Beispiel, internationale Panels, was für mich auch wirklich eine der ein bisschen auch versteckten Perlen des Festivals ist. Wir haben gleichzeitig für mich natürlich eines der Highlights sind die kreativen Einreichungen, die wir haben, dass man da drauf guckt. Auch ein Highlight ist, wir haben mehrere Wellbeing-Sessions, weil so ein Festival, so einen ganzen Tag, das kann auch ein bisschen stressig sein. Und da haben wir einige Sessions eingebaut, Yoga-Sessions, eine Augenschule, das habe ich auch erst lernen müssen, was das überhaupt ist. Was ist das denn? Das ist tatsächlich, weil man schaut ja den ganzen Tag auf den Monitor. Das sind einfach Übungen zur Entspannung der Augen, ganz einfach. Aha, es gibt also heute keine Ausrede mehr, sich spazieren zu gehen, sondern wir schauen durch. Binge-Watching bis um ganz 18 genau. Uhr und dann kommt die Abendveranstaltung. Und dann kommt die Abendveranstaltung, richtig, das wird super. Genau, ansonsten auch noch ein paar Hinweise. Wir haben natürlich das Netzwerk, wir haben das Netzwerkkarussell, wo Sie mit anderen Leuten in Kontakt treten können. Nutzen Sie das, es sind so viele großartige Leute hier auf dem Festival. Nutzen Sie Laptops in Space, es ist eine 3D-Umgebung, man kann es kaum beschreiben, aber wenn man einmal da ist, macht es einfach einen Riesenspaß. Auch noch eine Sache. Wir haben heute in allen Pausen, in allen großen Pausen, in 15-Minuten-Pausen, haben wir 15-minütige Interviews in der Lobby. Und das sind wirklich tolle Sachen. Da werden wirklich großartige Dinge vorgestellt. Auch das da kann ich immer zu raten, auch in den Pausen das Ding anzulassen und sich das anzuschauen. Ansonsten bleibt noch zu sagen, wir haben gestern schon geschaut, dass wir allen Leuten helfen konnten, die Fragen hatten per E-Mail. Aber am einfachsten ist es auch für uns, wenn Sie sich einfach ans Helpdesk wenden. In der Lobby, da gibt es einen Button, wo Sie Hilfe kriegen, wenn irgendwas nicht stimmt. Das Wichtigste ist ja wirklich, dass auch wenn sich das hier Mainstage nennt, quasi die Rangordnung nach rechts ist keine Hierarchie der Wertigkeit, sondern wirklich, wenn Sie ganz nach rechts scrollen im Programm, da sind wirklich hochwertig und klassisch besetzte Panels noch zu finden. Keine Inhalte aus der Konserve. Also machen Sie sich wirklich die Mühe, überall auf jedem Track gibt es sehr, sehr hochwertige Live-Diskussionen anzuschauen. Ein paar technische Hinweise noch, die sind jeden Tag wichtig. Wir haben den Chat. Gerne mit mir gemeinsam im Chat einchecken. Wie war denn gestern für Sie, wenn Sie gestern schon mit an Bord waren? Was haben Sie sich mitgenommen und auf was freuen Sie sich heute? Ich habe schon mal auch im Chat mitgemacht. Den finden Sie übrigens, wenn Sie rechts am Bildschirm auf diesen ganz kleinen lila Knopf drücken. Dann sehen Sie jetzt auch meine Nachricht im Chat. Antworten Sie gerne drauf. Ich würde mich freuen, wenn es gleich weitergeht. Später und ich eine Pause habe, mache ich mich auch nochmal bemerkbar. Es gibt oben den Help-Button, wenn Sie irgendein technisches Problem haben, ein bestimmtes Panel suchen, das Sie jetzt im Programm nicht gefunden haben, dann wenden Sie sich gerne an das UFF-Team. Sagt ihr eigentlich UFF oder UFF? Das müssen wir ganz offiziell klären. Also wir sagen intern tatsächlich UFF. Also UFF klingt eleganter, aber UFF ist kürzer. Das dürfen wir offiziell sagen. Okay, UFF. Genau, das UFF-Team sozusagen ist dort zur Verfügung. Wenn es irgendeine Frage gibt, direkt an das UFF-Team wenden. Und dann haben wir natürlich noch den offiziellen Twitter-Handle UF Festival, den heute auch wieder gerne verwenden und alle Inhalte, die hier passieren, nach draußen tragen und die Welt wissen lassen, was wir hier diskutieren.
diskutieren und vor allem, was es alles an tollen Beispielen gibt in puncto Digitalisierung der Hochschullehre in Deutschland. Denn wenn man jetzt hier nicht zur Bubble gehört, ich finde, dann klingt das oft sehr negativ. Dann sagen wir, oh, wir sind so hinterher und so, aber es ist nicht so. Und ich glaube, das müssen wir auch den Rest der Welt wissen lassen, die sonst mit den Themen nicht in Berührung kommen. Daher lasst uns das gerne heute auf Twitter offiziell trenden. Genau. So, Sebastian, ich glaube, damit haben wir jetzt erstmal eingecheckt mit unserem Morgenkaffee und dann starten wir offiziell, oder? Zack, ich danke dir. Wunderbar. Ich freue mich auf den Tag. So, gestern stand Sebastian noch ein bisschen länger neben mir, weil er natürlich das Team vorstellen wollte, dass das UF-Festival möglich macht und sich wahnsinnig freut, wie viele hier an Bord sind und sich wahnsinnig freut, in den Tag zu starten. Heute wollen wir noch einen kleinen Schritt weiter nach hinten gehen und vor allem auch die Organisationen vorstellen, die das UF dieses Jahr möglich gemacht haben, denn da ist eine neue Organisation mit hinzugekommen. Jedes Jahr mit an Bord ist ja logisch, ist das HFD. Deswegen habe ich gleich auf der Bühne neben mir Oliver Janoschka, den Geschäftsstellenleiter des HFD. Aber dieses Jahr hat er sich auch noch Dr. Cornelia Raue mitgebracht, nämlich die geschäftsführende Vorständin der Stiftung für Innovation an der Hochschullehre. Herzlich willkommen. Ah, ihr habt euch aufgeteilt. Heute kommt ihr von beiden Seiten der Bühne. Sehr schön. Cornelia, komm gerne in die Mitte. Oliver, starten wir mit dir. Also wie gesagt, wenn wir rein auf die Zahlen gucken, Wahnsinn, gestern schon 2000 Besucher, heute noch mal mehr, das heißt unglaubliche Kurve von letztem Jahr schon. Reichen die Zahlen schon, um die Daseinsberechtigung des Festivals zu untermauern oder welches größere Warum dahinter verfolgt ihr? Ja, also erstmal, wir sind begeistert, dass es so eine Resonanz gibt. Ich glaube, die ist nicht selbstverständlich. Wir alle kennen das, so eine gewisse Zoom-Fatigue ist da, dass wir jetzt hier mit so einer Anzahl und auch so einer Begeisterung das Festival stemmen können mit der Community. Das freut uns außerordentlich und da ist einfach auch eine Menge an Dynamik drin zu erkennen. Ich glaube aber auch, es passt hervorragend zum Hochschulforum, einfach weil wir in unserer DNA Zusammenarbeit leben und eben auch ganz viele Akteure über Grenzen hinweg zusammenführen. Wir haben eine Menge internationale Beteiligung. Wir haben über Statusgruppengrenzen hinweg, über Bundesländer hinweg ganz viele unterschiedliche Menschen, die Anteil teilnehmen. Und das passt zu diesem Thema. Digitale Transformation ist eben nicht eine reine Technologiedebatte. Da braucht es eine Menge Verständigung, eine Menge Vernetzung. Und das wird auf dieser Bühne ganz besonders sichtbar und drückt sich eben auch in Partnerschaften aus. Und insofern freue ich mich außerordentlich, dass wir das mit euch hier in diesem Jahr gemeinsam bewegen können und eben auch mit vielen weiteren Partnern dafür sorgen, dass das eine gelebte Praxis, eine gelebte Kultur der Verständigung und des Austausches ist. Das heißt eben nicht Konferenz, sondern ein Festival, weil das dann auch dem Zeitgeist der Digitalisierung entspricht. Mehr auf Augenhöhe, mehr gemeinsam, ein bisschen agiler, auch ein bisschen wuseliger. Ja, ich glaube, da ist eine Menge an Spektrum und an Möglichkeiten, dass wir eben auch nicht sagen, es gibt das eine Rezept. Mhm. Es ist nicht so, dass man das per Handbuch einmal durchdekliniert, sondern da muss man sich austauschen, da muss man zusammenkommen und kann eben auch eine Menge an Inspiration mitnehmen. Wo sind eigentlich die guten Cases von anderen Hochschulen? Wie können die uns in der eigenen Arbeit unterstützen? Wen kann man da vielleicht auch mal einladen? Ich glaube, all das wird hier in dem Festival erfahrbar und führt dann eben auch zu längerfristigen Kooperations- und Kollaborationsmöglichkeiten. Dieses Jahr ist die STIL zum ersten Mal mit an Bord, aber dann gleich eigentlich schon als gleichberechtigter Partner, also richtig groß eingestiegen sozusagen. Ich glaube, den meisten ist die STIL bekannt, aber vielleicht doch noch mal ein bisschen ergänzend, Cornelia, was ich über die STIL wissen muss, um die Rolle hier im Festival-Kontext zu verstehen. Also das sind zwei verschiedene Fragen. Okay. Stiftung Innovation der Hochschullehre. Wir kürzen uns gerne STIL ab, aber der offizielle Name, Stiftung Innovation der Hochschullehre. Wir haben die Gelegenheit sehr gerne genutzt, mit dem Hochschulforum Digitalisierung hier die Bühne mitzugestalten oder auf die Bühne zu kommen als neuer Player in der Community. Wir stehen natürlich nicht nur für Digitalisierung, aber wenn es um Innovation geht, kommt man an Digitalisierung gar nicht vorbei. Wir stehen vor allem für Erneuerung von Hochschulen. Hochschulen sind so neben der Kirche die älteste Institution in Europa und deshalb kann man sich vorstellen, dass sich Innovation nicht immer von selbst dort durchsetzt. Deshalb gibt es uns jetzt als Player auf Dauer gestellt, gefördert von Bund und Ländern, mit einem ganz guten Volumen jährlich ausgestattet, sodass wir solche Impulse setzen können, dass sich Hochschulen erneuern können. Und Digitalisierung ist natürlich jetzt gerade das Thema der Stunde, ist aber natürlich nicht unser einziges Thema. Neben
Impulsen, die wir über Personen, über strukturelle Ansätze fördern wollen, haben wir auch den Auftrag, dass wir das, was wir in Projekten fördern, auch in den Transfer bringen, Vernetzungsmöglichkeiten anbieten. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der uns von anderen Förderorganisationen unterscheidet, dass wir diesen Vernetzungs- und Transferauftrag haben und dadurch durch kleine Impulse große Wirkung erzielen wollen. Was für uns auch noch wichtig ist, die Studierenden stehen bei uns im Mittelpunkt. Uns interessiert das Lernen und digitale Tools sind natürlich ein unterstützendes Tool beim Lernen. Nicht nur, aber auch ist ein Tool. Wir adressieren alle Hochschulen, die ganze Breite. Kunsthochschulen, das heißt, eigentlich Universitäten. Eigentlicher Stiftungszweck ist die Innovation. Klar, da kommt man an der Digitalisierung nicht vorbei, aber ich finde das gut, die Trennung auch nochmal anzusprechen, weil das gestern in den Chats auch oft zur Sprache kam. Innovation ist ja nicht nur Digitalisierung. Auch hier in dem Kontext geht es nicht nur darum, jetzt alles zu digitalisieren, sondern auch noch die anderen Innovationen, die pädagogischen Innovationen, alles, zum was Beispiel. Nicht digital ist, nicht genau. aus dem Blick zu verlieren. Das ist jetzt so ein bisschen zufällig dadurch, dass wir in die Pandemie hineingeboren wurden, mussten wir oder haben wir natürlich das Thema, was auf der Straße lag und wo es einfach einen hohen Bedarf gab, das haben wir einfach aufgegriffen und unterstützt. Oliver, wie überschneiden sich denn so die Communities, vielleicht sogar von der Stil, aber auch jetzt beim HFD? Ihr habt ja eigentlich genau auf dieses Szenario hingearbeitet, schon jahrelang ist es ja eigentlich in den Schoß gefallen. Aber ist die HFD-Community das gleiche wie die Festival-Community, die sich jetzt hier gefunden hat? Und wie überschneidet die sich vielleicht auch mit der Stil-Community? Also wir haben die Zahlen jetzt noch nicht ausgewertet. Das wird nochmal ganz spannend sein. Wir haben immer wieder den Eindruck, dass neue Leute dazukommen, dass wir aber eben auch einen Kern haben, der uns wirklich über die Jahre unterstützt und dazu auch beiträgt, dass so ein Festival überhaupt funktioniert. Denn wenn man sich das vorstellt, an wie vielen Stellen, ne, mit der Jury, mit der Auswahl, mit der Bereitschaft, hier auf die Bühnen zu kommen und sich das anzugucken, ich glaube, da stecken ganz viele Community-Engagements drin, die wir sehr wertschätzen und die eben auch so ein Hochschulforum in seiner Essenz braucht, um einen Beitrag leisten zu können. Und was sich da irgendwie zeigt, ist, dass es, ich sag mal, politische Themen sind, die man natürlich auch in der Unterstützung umsetzt, aber dass es in der Praxis vor Ort eben Hand in Hand geht. Also wenn Herr Kohl über den hybriden Campus hier spricht, dann sind das eben Fragen, die sind unter Innovationsgesichtspunkten genauso wichtig wie unter Digitalisierungsgesichtspunkten. Und die Leute, die das dann aber umsetzen, die brauchen, glaube ich, die Community, um da auch mit neuen Impulsen weiterarbeiten zu können. Und das ist aus unserer Wahrnehmung ein großes Asset, dass wir das über die Jahre aufbauen konnten. Und insofern, ich glaube, wir waren alle in diesen letzten 18 Monaten am Anschlag, haben das Beste aus dieser nicht ganz leichten Situation gemacht. Und genau dafür ist die Community-Arbeit eben ein wichtiger Schlüssel, die hinterlegt, dass diese Zusammenarbeit sich auszahlt, in der Krise vielleicht noch mal mehr als sonst. Wie kann sich jetzt da die schon quasi aufgebaute Community auch mit der Stil oder der Community, die Stil nochmal mit ins Boot bringt, überschneidet sich das schon und wie können die sich vielleicht gegenseitig befruchten? Also wir befruchten uns ja hier schon ganz wunderbar und an der Stelle denke ich, reiten wir auch ein bisschen auf der Welle, die das Hochschulforum Digitalisierung schon sozusagen in Gang gebracht hat. Aber wie gesagt, unser Auftrag ist viel breiter und das ist jetzt einfach eben das Thema der Stunde. Und Überschneidungen gibt es natürlich in dem Sinne, dass wir hier voneinander profitieren. Wir sind neuer Player, bringen neues Geld mit, bringen Energie ins System. Andere Player, die wir über die Hochschulkontakte, über diese jahrelange Vorarbeit, die in anderen Bereichen auch schon geleistet wurde, Thinktanks, Lehre hoch N, die bringen wir alle mit ein. Ich glaube, da wird das ist einfach ein neuer Player mit neuer Energie. Und wir nehmen natürlich Kontakte in die anderen Kontexte, die wir ja auch bearbeiten, hochschuldidaktische, soziale Innovation, Themen, die uns darüber hinaus eben auch noch interessieren, die nehmen wir mit. Und wenn ich das hier so sehe, also es gibt eine internationale Perspektive, das sind für uns auch noch Themen, die wir noch viel weiter uns eröffnen wollen und bearbeiten wollen. Da können wir hier jetzt schon anknüpfen, Anregungen mitnehmen. Ja.
Und was ihr auch eben mit einbringen könnt, ist wirklich den Transfer zu machen, nochmal in neue Bereiche, nochmal breiter das Thema zu transportieren. Ich würde vielleicht auch nochmal gerade ein Beispiel nehmen wollen, weil du auch von den Studierenden gesprochen hast, wo es sehr exemplarisch, finde ich, sichtbar wird. Wir haben schon vor einigen Jahren gesagt, die Studierenden sind eben nicht nur die Lernenden, sondern sie sind auch die Gestalter, sie sind auch die Menschen, die eben wirklich vor Ort Anteil nehmen an dem, was läuft oder was nicht läuft. Und dass wir das über die digitalen Changemaker jetzt als so ein generationsübergreifendes Jahrgangsstudierenden-Netzwerk aufbauen konnten, wo eben an ganz vielen Hochschulen Studierende in einer anderen Rolle mitwirken. Das zeigt sich jetzt schon, dass das Früchte trägt. Ich glaube, das wird durch eure Förderung jetzt gerade nochmal so mit einem richtigen Push ausgestattet. Und wenn es gelingt, dass diese neuen Projekte auch in so einer Sichtbarkeit hier auf die Bühne kommen, an anderen Stellen sich mit einbringen, dann kann, glaube ich, das ganze System davon profitieren. Und genau diese, sage ich mal, Verzahnung von verschiedenen Förderelementen, die in so einer Community-Praxis dann auch sich gegenseitig voranbringen können. Das ist eine Dynamik, wo, glaube ich, das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist, sondern wo im Gegenteil jetzt vielleicht mehr denn je das Momentum da ist. Ich merke gerade mit Blick auf die Uhr, dass gleich die ganzen parallelen Streams starten oder vielleicht sogar schon gestartet sind. Daher ein ganz kurzer Satz, Oliver, wie geht's weiter? Also wir freuen uns auf diesen Austausch hier. Wir werden das genau anschauen, wie wir eigentlich damit weiterarbeiten können. Natürlich vermissen wir auch die Gelegenheit, in großer Anzahl in Präsenz zusammenzukommen. Aber ich glaube, was sich so zeigt, auch unter dem Schlagwort, heute gibt es ein Panel zur Blended University, wo man eben auch noch mal guckt, was ist denn eigentlich der Mehrwert in der Präsenz im Verhältnis zu dem, was man virtuell machen kann. Ich glaube, wir brauchen die Bühnen auf beiden Ebenen, dass man sagen kann, in der Präsenz vielleicht stärker in Interaktion zu vertiefen. Im virtuellen Raum kann man eben in einer anderen Flexibilität mit ganz vielen Akteuren vieles zeigen. Wir werden daran arbeiten und freuen uns, mit der Community herauszufinden, wie ist das beste Verhältnis, beide Welten zusammenzuführen. Wunderbar. Ich merke, wir starten jetzt wirklich inhaltlich ein. Das war schon mal ein kleiner Ausblick, wie es nach dem Festival weitergehen könnte. Dann lass uns jetzt mal noch mit dem Festival loslegen. Danke, dass ihr heute Morgen auf der Bühne wart. Danke, dass wir die Gelegenheit hatten. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin mir sicher, ihr geht jetzt auch gleich an den Laptop und lockt euch in die ein oder andere Panel-Diskussion mit ein. Viel Erfolg uns allen. Ja. Vielen Dank. Danke. Tschüss.